Okay. Wieso geht da kein Ballen raus? Hast du automatisch abladen? Ja. Bist du auch voll? 100% steht. Ah. Lass mich mal. What? Okay, das Ding ist jetzt gerade voll. Steig du nochmal ein und jetzt nochmal. Lass mal. Ne, bleib mal genau stehen und jetzt. Okay, bei mir ist das Ding jetzt gerade voll verbuggt. Ich kann. Ich befürchte, du musst die Ballenpresse wieder zurücksetzen. Weil ich zum Beispiel, wenn ich einsteige, ich kann nicht mal mehr F1 drücken, also ich sehe gar keine Infos mehr. Also, und ich kann auch nicht mehr gescheit fahren oder so. Also irgendwas ist wieder mit der Ballenpresse, so wie gestern, glaube ich. Den musst du wahrscheinlich zurücksetzen, befürchte ich. 11.000 zum Reparieren, okay. Krass. Hier hast du dein Geld, aber lackieren brauchst du nicht. Lackieren 20.000. Ja, aber das brauchst du nicht. Okay, die hat. Ja, gut, sie hat uns aber auch schon viel eingebracht, gell? Irgendwas ist da noch ziemlich kaputt. Was ist denn das anders? 7%. Cavaland Optima RS. Querneland. Was haben wir denn von Querneland? Der Fan-Favorit ist bei 42%. Ist das nicht die andere Seemaschine? John Deere 8. Ja, das kann sein. Einzelsaat. Ja, stimmt, die wir gekauft haben, die müssen wir noch reparieren dann. Ja, stimmt. 36 Monate. Die ist nämlich, hat 36 Stunden drauf. Und wir haben nichts mit 36 Stunden. Die Pöttinger Impro, tatsächlich, die hat jetzt 24,5 Stunden drauf. Kann das sein? Nee, warte, Impress doch. 185 pro. Haben wir die gebraucht gekauft? Nee, die ist 25. Die hat tatsächlich 24,5 Stunden drauf? Das geht ja fast gar nicht, oder? Pöttinger Nova Cut. Mähwerke sind bei jeweils 1,7 Stunden. Okay, das schaut komisch oder glaube ich nicht ganz. Wo ist denn der Deutz? Deutz hat 3,5 Stunden. Die ist kaputt. Ja, weil das Problem war. Das ist witzig, dass wir diese schon so kaputt gefahren haben. Aber die ging noch 15 km/h, oder? Ja, aber sie hat nicht mehr vernünftig gearbeitet. Ja, das könnte man so bezeichnen. Ich speichere gleich mal nochmal, jetzt wo du es repariert hast. Nicht, dass der Server sich nochmal verabschiedet. Und wir da nochmal hingurken müssen. Du? Hast du jetzt einen Johnny eigentlich zurückgesetzt gehabt oder bist du hochgefahren? Okay. Ah, jetzt habe ich zwei kleine Ballen gemacht. Ballen. Aber jetzt mache ich große. 1,50er. Das hast du leicht angestellt. Bis vor die Haustür gelegt. Dings ist da. Parallel. Keine Ahnung. Macht schon echt einen geilen Job. Also gepflügt schaut schon geil aus. So viel der Stein.
Ich kann es mir vorstellen, wie das bei dir wieder läuft. Ein neuer Morgen bricht an. Es ist August, musst du wissen. Im Angebot ist eigentlich nur ein neuer Drescher, aber da haben wir eigentlich weder Geld dafür, noch habe ich da jetzt eigentlich gesagt Interesse. Ah ja, Johnny läuft natürlich der Motor wieder. Ja, ich bin gerade erst ausgestiegen. Ja. Der ganze Monat von Juli bis August lief jetzt der Motor. Du kannst dir eigentlich aussuchen, mit welchem Traktor du fahren wirst. Der andere große Johnny wäre frei, der Johnny wäre frei, der Fendt wäre frei. Whatever you wanna take to pick the stone picker up. Kannst du nehmen, was immer du willst. Gut. Das ist logischerweise nix. Das ist das. Okay. Dann kommst du mit dem Ja, es geht schon, dass ich Helfer am Feld anstelle. Ja, ich glaube, das war auch nur wieder verbuggt halt, oder? Ja. Ja. Dachte ich mir schon fast. Hätte auch nicht wirklich Sinn gemacht. Keine Ahnung, ein paar Bugs haben sie halt noch. Ist ja eigentlich ganz normal. Ja. Was ist los? Brauch Stein, Bäcker. Ja, darfst du gerne auch selber kaufen, wenn du magst. Geld hast du. Und kannst du dir jetzt nur noch selber geben.
Du wirst nicht zufällig auswendig wissen, was bei Gerste ein guter Preis ist, oder? Nee. Dann sammle ich mal deine Ballen da ein. Bin ich vorbeigefahren? Möglich. Hey, du hast doch gerade gesagt, da stand was, oder? Warte. Ich so, das Steuerung I ist rausgefallen. Ja, warte mal. Ja, weil der keine Steine auf... Wobei, das ist hier gar nicht. Das ist bei keinem hier angegeben. Aber ich hab's beim Grampe, hab ich's ausprobiert. Und da ging's. Ich baue mal den Aufbau von dem Glas runter. Und dann schauen wir, ob wir es dann reinkriegen, okay? Also ich habe es auf jeden Fall schon mal in den Anhänger rüber überkippen können. Schauen wir mal. Dann schauen wir mal, ob es jetzt geht. Ja. Perfekt. Dann war der andere, also der Aufbau einfach zu hoch dafür. Ich stell dir den mal hierher, gell? Was gekostet? Ne, ist umsonst gewesen. Also es hat weder, es gibt quasi keine Mechanikergebühr mehr und der niedrigere Aufbau war auch umsonst. Warum, weiß ich zwar nicht genau. Vielleicht weil es die Basisversion war und die von Haus aus nichts kostet. Ach ja, nee, weil wir den Aufbau gekauft haben und der Aufbau, den konnte man ja quasi einfach runternehmen. Und es ist ja quasi keine Umkonfiguration oder so. Deswegen glaube ich, kostet das nichts. Hat auf jeden Fall nichts gekostet. So, das ist die kurze Antwort auf die... Nee, andersrum. Die lange Antwort auf die kurze Frage von dir. Nein. Ups.
Let it snow, let it snow, let it snow. Wir machen unseren eigenen Schnee, Ole.